Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Part wieder mal von... Ja, ganz genau, ihr habt richtig gelesen, bei New Super Mario Bros. U. Und zwar, jetzt bin ich hier bei der Para-Käfer-Parade, halt hier auf den Wolken, auf den Wolken. Da muss das Chaos ja grenzenlos sein, denn die Paras, die fliegen. Ich find das wunderschön. Denn die Paras, die fliegen, denn es ist eine Parade. Einfach, ganz einfach, wie könnt ihr diese ganzen Parakugeln, also diese kleinen Paras hier, steuern? Indem ihr einfach mal auf die drauf bleibt. Und, also die kleinen, die fliegen nach oben. Die großen allerdings, die mögen euer Gewicht nicht, deswegen sagen die, ach nö, wisst ihr was, ich bin ja sowieso schon zu fett. Also fliege ich nach unten. Jetzt ist natürlich hier das Problem bei dieser Stage ist, wo sind die ganzen, ganzen Münzen abgeblieben? Also die sind hier ein bisschen blöde versteckt, sag ich mal so. Man muss also ein bisschen genau hingucken, wo sind die hier? Also ich habe beim ersten Mal ein bisschen länger gebraucht, die zu holen. Aber es macht Spaß. Also ich finde, die Stage ist eigentlich eher so ein bisschen so für... Seht ihr? Und schon geht's los. Und das Problem ist halt diese riesen Kugelwillis. Die gehen einen richtig auf den Sack. Oh nein! Oh, ich bin noch aufgesprungen. Ich bin auf den raufgesprungen. Oder habt ihr das... Ich bin noch auf den... Seine Schnauze vorne. Da bin ich raufgelandet. Oder nicht? Ich bin auf die raufgejumpt. Ach, Mist, ey. Wie gesagt, die Kleinen, die bringen euch hoch. Das ist kein Problem. Aber halt, das große Problem ist halt die Dicken. Müsst ihr mal aufpassen, dass ihr da fallt. Ich... Ah, gut. Okay. Und natürlich halt, wie gesagt, die Kugelwillis. Die sind richtig scheiße. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Die habe ich nicht. Und das Gute ist halt, man kann auch versuchen, noch irgendwie noch ein paar Leben zu holen. Zu ergattern. Ah. Dann habt ihr noch mal ein bisschen Chance, noch mal ein bisschen was zu holen. Weil, falls ihr vielleicht kurz vor Ende seid, also kurz vor eurem Leben oder sowas... Dann kriegt ihr halt noch die Chance, halt noch ein bisschen was dazu zu holen. Dann, was gut ist, bei den Kleinen, also wenn ihr zu, wenn ihr so kurz runter geht von denen, dann fliegen die wieder hoch. Also dann fliegen sie runter und dann ist das richtig gut. Pass auf, jetzt bleib ich oben, jetzt bleib ich auf den drauf. Der fliegt hoch, freut sich seines Lebens und geht dann wieder runter, weil es ihm zu hoch ist. Was ich natürlich bei diesem Spiel ein bisschen, was ich auch nochmal schade finde, ist halt, das, nein, scheiße. Das nicht, natürlich nicht, ich finde es ein geiles Spiel. Dass du halt, wenn du so Doppel-Items bekommst, also jetzt sagen wir mal, du hast jetzt schon den Flugding, du hast das Flughörnchen, und jetzt findest du das nochmal und denkst dir, okay, vielleicht habe ich jetzt die Chance, das zu behalten, ist leider nicht so. Du musst es wirklich, es bleibt einfach. Kannst du leider, das ist verschwindet, wenn halt deine Punkte dann halt. Das ist immer das kleine Problem, sag ich mal so. Oh, warte mal. Jetzt muss ich gucken. Wow. Wo die letzte Münze ist. Das ist jetzt die Frage. Wo ist die letzte Münze? Ich glaube, ich muss da rein. Na, hoch. Ja, perfekto. Da ist die letzte Münze. Jawohl. Habe ich mich dran erinnert. Das wusste ich noch. Ohoho, ja. Level beendet. Das war's. Jetzt kommen wir in die Welt 7 von dem... Also ich nenne es immer... wie hieß denn das nochmal? Das ist eigentlich das Wolkenland. Wolkenland. Oh Gott, das war mal von dem Glücksbärchen. Das konnte ich mal, das Lied. Alle Sternmünzen aus dem Limonaden-Dschungel geholt. Wofür das wohl gut ist? Speichern. Moment, bevor ich mal... Warte mal, halt. So, wir sind jetzt in Zuckerwatten-Wolkenzone. Das ist die des... Ja, da kämpfen wir nicht gegen Bumbum, sondern gegen Kamek. Und wir kämpfen gegen Ludwig van Cooper. Der älteste der ganzen Cooperlinge. Aber eine Sache wollte ich mal ganz kurz nochmal gucken. Und zwar, ich glaube, ich habe hier bei den Eiswürfelfällen, Wasserfällen,
habe ich, glaube ich, eine Münze übersehen. Oder? Habe ich? Nee, habe ich nicht! Aha, deswegen hat er mir das nicht angezeigt. Verdammt, Mistpinguin. Obwohl, ich mag Pinguine. Aber der war ein Arsch. Ich will auch auf dem... Wow! Na toll. Und down ist der Pinguin. Down ist der Pinguin. Stimmt ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich hatte, glaube ich, im Part... Boah, wann war denn das? War das Part 7 oder war das Part 8? Da habe ich gesagt, dass mir der fehlt. Dass ich den nachhole. Ach, wisst ihr, warte, tue ich erst dann nachher. Wie gesagt, es kommt ja noch die Welt 9. Die hat ja auch nochmal Sternmünzen, glaube ich, nochmal. Oder irgendwas anderes zu sammeln. Mache ich das nachher in einen Rutsch dann. Ja, dann gehen wir erstmal wieder zurück in den Candace-Minen. Weil da will ich weitermachen. Und das in der Eis. Das ist eine einzige Münze, die wird da irgendwo zu finden sein dann. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Denn hier ist noch einige Sachen mehr zu holen. Ich kann dir mal ganz kurz mal zeigen, was wir bis jetzt alles haben. Die Sternmünzen. So, Eichenhain ist komplett fertig. Das ist richtig cool. Habe ich, glaube ich, im Part. Wann war denn das? Part 3. Habe ich das fertig gekriegt? Dann Sandkuchenwüste, auch komplett fertig, 100%. Dann Minzmeer, 100%. Eiswürfel, Eisfälle. Fehlt nur noch eins, hole ich im Nachhinein. Limonadendschungel, komplett fertig. Und Candace Mean, gut, kommen noch ein paar Level, aber das ist ja klar. Und wenn die fertig sind, oh, dann ist das richtig cool. Dann freue ich mich drauf. Weil das Let's Play ist wirklich, es macht riesen Spaß, aber es ist auch zeitweise auch ein bisschen anstrengend. Dunkle Blockade. Ach du Scheiße. Ja, jetzt sei nicht, das wechselt sich ja die ganze Zeit hier. Ich glaube, ja, da oben. Ganz, das war jetzt irgendwie einfach versteckt. Also ich sag mal so, das Spiel ist auch nicht sehr, also es ist nicht schwer, aber auch nicht leicht. Es gibt Passagen, wo die so, die ein bisschen schwerer sind, sag ich mal, aber sonst ist das eigentlich leicht zu handhaben, das Spiel. Und halt, was ich so cool finde, man kann halt wirklich schnell alles finden. Man muss jetzt nicht wirklich irgendwie krass suchen oder sowas nach den Münzen. Es gibt halt Sachen, wo du wirklich suchen musst. Uiuiui. Alles cool. Was auch natürlich auch nett von dem Spiel ist, du wirst nicht zerquetscht. Das wurdest du damals bei den alten Sonic-Spielen zum Beispiel. Da hast du eine Wand über dir gehabt, so. Und natürlich der Boden unter dir. So. Und dann versuch mal ganz schnell da rauszukommen, ohne zerquetscht zu werden. Das ging nicht. Du warst tot. Das ist jetzt natürlich bei den alten Mario-Spielen natürlich auch immer so gewesen. Jetzt ist es so, das ist nicht mehr so, dass du halt wirklich sofort stirbst. Also bei manchen Sachen vielleicht schon noch, aber dann nicht bei hier. Hier ist es einfach. Hier stirbst du nicht. Also eigentlich hätte das Spiel so fies sein müssen, hätte diese Platte, wo beleuchtet wurde, hätte eigentlich runterkommen müssen und es einfach krepieren. Oh nein, das ist fies. Nö, war nicht fies. Ha, gekonnt ist gekonnt. Sag ich da nur. Jetzt will ich zwischensaven. Ich will zwischensaven. Ich will das nicht nochmal holen. Ich möchte das nicht nochmal holen. Die Münze war blöde. Weil auch wieder so eine typische Spendem-Fail-Situation. Nee. Es hat sich erledigt. Es ist keine Spendem-Fail-Sache. Das ist gut. Weil sonst ist es immer ja so, ihr wisstet ja selber, ihr habt ja schon oft das gesehen. Wenn ich irgendwo dann was zeigen möchte, also was richtig cool machen möchte oder sowas, und was auch dann sonst immer funktioniert, es funktioniert ja auch immer, dann auf einmal funktioniert es nicht. Ist die Bombe wieder da? Ich brauche die Bombe. Nein, ich kann die dritte... Schon, seht ihr schon wieder so ein Phänomen? A la Spendem. Wirklich.
Ich will euch was zeigen. Ich weiß. Oh ne, die ist ja hier. Oh, cool, ich hab doch noch. Oh ne, ich sag, ich hab nichts gesagt. Man will mich doch verarschen. Man will mich echt verarschen. Ja, komm. Ey. Das Ding läuft noch. Das Ding läuft. Und trotzdem werde ich von dem Ding abgeschossen. Eiskalt. So, du bist da dran. Halt. So, geht doch. Na also, warum nicht gleich so? Warum gehst du nicht gleich da durch? Was soll ich denn hier machen? Ach so. Das geht niemals kaputt. Das geht kaputt. Das geht kaputt. Ich wollte jetzt aber eigentlich eine Münze haben. Nee, komm, ich hau ab. Bevor ich wieder sterbe oder so. Bestimmt bin ich dann wieder so blöde und bleib dann stehen. Und dann kommt irgendwo eine Bombe und bringt mich um. Komm ich da hin? Ich wieder oben hin. Bestimmt wird es auch gleich wieder passieren, weil ich von zwei Bomben wieder angegriffen werde. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich bin kein Terrorist. Nein, ich hab's gewusst. Ich wusste es, ich wusste es. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Als ob ich darüber ein Lied singen könnte. Oder einfach mal, ich habe hier, weißt du, ich habe neben mir hier so eine schöne Wahrsagerkugel stehen. Damit weiß ich immer, wann ich sterbe. Bah! Da wirst du doch sauer bei sowas. Wirklich, da wirst du sauer. Weißt du, und da oben läuft die ganze Zeit so eine blöde Roulette. Heiß. Ding. So. Und dann statt mal Chance, dass du was zu bekommen. Nein. Dann stirbst du lieber, weil da ein Hammerbro ist. So. Darf ich jetzt was sehen? Danke. Stern. Ist das das Beste überhaupt? Auch so eine fiese Sache hier, das einfach oben da die letzte. Weißt du, da denkst du, okay, du hast es geschafft, du kommst bestimmt am nächsten. Und dann ist die über dir, die schöne Münze. Zack, gewonnen. Und 99 Leben wieder. Oh cool, ich habe eine 33 hinten. Da kommt immer dieses 7 von dem. Und das Feuerwerk, Feuerwerk, Feuer. Hey! What's up? Tausend Dank, wenn du eine Hilfe kriegst, greif zu. Ich hab da ja nichts gemacht. Ich krieg einen Pilz. Alter. Auch so ein lustiges Video. Richtig. Von Super Mario Bros. 3. Und zwar, Mario geht in den Tortladen rein und will was holen. So, dann steht er da und der Tort sagt dann, ja, such dir eine Kiste aus, egal welche du willst, es ist ein nützliches Item drin. Mario denkt sich, geil, wie cool ist das denn? Geht hin, macht die Truhe auf. Und dann war mal so ein Pilz drin, so. Da fühlt er sich voll verarscht. Und dann sagt er, Alter, was soll das? So, macht das nächste Ding auf, also macht den nächsten. Nächste Kiste auf. Und was sieht er? In jeder Kiste waren halt Dings drin. Pilze. Und dann. Und dann sagt er so, ey, was soll das und so. Niemand verarscht Super Mario und so. Und dann Tort kriegt voll Angst vor ihm und so. Und dann nimmt er sich eine Knarre. Und also Mario hat dann irgendwie eine Knarre dabei oder sowas. Und dann schießt er halt so, da schießt der Tort. Das ist voll fies irgendwie so. Das ist richtig fies. Jetzt muss ich mal gucken, welche. 1, 2 oder 4. Scheiße. War die falsche, also die 2. Komm ich wieder zurück? Komm ich wieder zurück? Ich komm wieder zurück. Ist ja auch voll einfach so. Gehst du wieder zurück und schon hast du die. Und Geronimo! Ja, ja, Gamepad ist okay. Es ist nur Mario, der wieder mal eine Arschbombe machen möchte. Dum, dum, da, dum, 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 dum. Auch wieder eigentlich. Auch eine schöne Stage, gefällt mir richtig. Und hier ist wieder was versteckt. Durch den lieben Kettenhund, der uns das freigemacht hat. Und ein Leben! Ich habe ja nicht genügend. Nein, das war falsch. Das war falsch. Das war mies. Das war blöd. Das war kacke.
Nein! Mario, bist du denn bescheuert? Bist du denn bekloppt im Arsch? Bist du denn bekloppt im Arsch? Du musst doch mal rüberspringen. Spring doch einfach mal bitte rüber. Nein! Mann! Mario, hallo. Die Lücke ist ein bisschen groß, da kommst du durch. Alter, da ist eine Lücke, da bist du groß genug. Selbst die Vieh, na gut, das fette Viech kommt nicht rein, das ist verständlich. Aber Mario, du bist Mario. So, geht doch. Wie soll ich denn da rein? Kommt, springt der da rein? Ja, der springt da rein. Der springt da nicht rein. Hä? Warte mal ganz kurz. Kann doch nicht. Hab doch gar nichts hier. Na toll. Es war nirgendwo irgendwas zu sehen, dass du da reinkommst. Da muss der mitkommen. Muss es denn wie ich mitkommen hier? Nee. Also, kommst du da gar nicht rein? Du musst doch irgendwas haben, damit du das kaputt machen kannst. Das war, glaube ich, auch so ein... Ich glaube, das war eine Münze, die ich auch bei meinem normalen Spielstand nicht geholt habe. Weil ich wusste nie, wie ich das aufkriegen soll. Muss ich mal angucken. Vielleicht finde ich es irgendwie raus. Aber ich weiß echt nicht, wie ich die aufkriegen soll. Weil du kannst ja mit dem... Nee, und von unten kommst. Ja, ich bin dem auf den Arsch, auf den Kopf geflogen. Aber egal. Wirklich. Hier, das ist der Kopf. Da bin ich aufgejumpt. Oder einfach nicht. So. Da wenigstens hole ich mir jetzt schon die dritte. Zack. Die dritte haben wir schon mal. Das heißt, dann noch einmal rein, dann schnell die andere holen und dann. Also, das war irgendwie jetzt. Ich wusste gerade echt nicht, wie ich die holen sollte. So, das war's. Mann! Blödes Flughörnchen. Was viel zu fett ist, weil es zu viele Nüsse gefressen hat. Halt die... Seid doch mal... Lasst mich doch mal alle in Ruhe, Mann. Das ist doch fies, sowas. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Egal. Fertig. Level beendet. Level beendet. Ich hab's geschafft. Fertig. Wie gesagt, das gucke ich mir, glaube ich, mal im nächsten Part an oder sowas, wie ich das hinkriege. Ey, da fällt mir gerade echt nichts ein dazu. Wirklich nicht. So. Ballett der Piranha-Pflanze. Oh, nee. 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 Ich will keine Piranha-Pflanzen haben. Und auch keine Kette. Wo sind hier Piranha? Hier, das nennen sie Ballett der Piranha-Pflanzen. Ach, da unten. Ach, die sind die. Das sind. Das nennen die Ballett. Mhm. Interessant. Ach, weil er so tänzelt, so wenn er ganz oben ist. Dann tänzelt er so ein bisschen so, als ob er Schuhe trägt oder sowas. Mann, du Mistratte! Komm mal her. So, und jetzt schwingen! Schwing dein Ding! Mario. Nein! Oh Gott! Ich habe noch nicht eine einzige... Ich habe noch nicht eine einzige Dings gefunden. Nur mal so als Hinweis. Nö. Hä? Da muss doch irgendwo eine Münze sein. Hier! Das ist die erste. Oh Gott. Die verlangen doch nicht jetzt echt, dass ich da... Oh Gott. Oh Gott. Jawohl. Es war die dritte?
Na, jetzt geht's ja los. Na, jetzt geht's ja echt los hier. Jetzt vergesse ich ja alle. Oder wirklich. Okay. Ich wollte den Anzug behalten. Na, wenigstens ein Leben noch dazu geholt. Aber ich habe zwei Münzen vergessen. Wo waren die denn bitte? Habt ihr da irgendwas gesehen? Wenn ihr wisst, wo die waren, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ich wusste echt nicht, wo die sind. Ich glaube auch hier jetzt echt die letzten Stages weiß ich wirklich nicht mehr, wo die waren. Also, ich weiß das nicht mehr. Ich habe das echt vergessen. Na gut, Freunde. Ich glaube mal, ich bin wieder am Ende des Parts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Reingehauen, vorbeischauen. Und beim nächsten Mal wird dann der Kammerjagd im Drehwurm gemacht. Also die Kammerjagd im Drehwurm wird dann gemacht. Und ja, danke wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch Kommentare schreibt oder wenn ihr mich abonniert und so weiter und so fort. Wie gesagt, müsst ihr alles nicht machen, aber würde mich sehr freuen, wenn ihr euch wirklich auch meine Videos gefallen und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder von New Super Mario Bros. U. Ich bin der Spendem. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut, bis denn. Wiedersehen. Ciao.